immer im Stream und hier und da. Seit dem Album draußen ist, ist er verschwunden, haha. Ich glaube aber, das ist doch jedem offensichtlich gewesen, dass das Promo war. Und das war also auch Tassos, Medi und meine Jungs, auch Big Mac und so. Uns allen war das klar, dass das Promo für beide ist. Ist doch in Ordnung. Finde ich jetzt nicht allzu verwerflich. War ja bei mir im Grunde ähnlich. Oder glaubt ihr, die goldene Schallplatte oder das vom Bordstein bis zur Skyline? Album ist bei mir angekommen. Ist auch nichts los. Ich habe kein böses Blut, Digga, aber Promo bleibt Promo. Wieso hat Uwe und Bushido dir auf einmal entfolgt? Uwe hat mir entfolgt bei Instagram, weil Uwe sauer war, weil ich ihm bei WhatsApp nicht geantwortet habe und weil ich auf seine Anrufe nicht reagiert habe. Da habe ich mich mit Uwe ausgesprochen, weil, ja, ich habe mich entschuldigt. Alles, also ich habe mit Uwe 0% böses Blut, aber irgendwie folgt er mir nicht mehr auf Instagram aus Prinzip. Gibt Schlimmeres. Und Bushido, warum der mir bei Instagram entfolgt ist, keine Ahnung. Ich kann nur vermuten. Und die Vermutung ist, ich habe den No-Name-Track von Flair bei mir im Stream gehört und habe lediglich dazu diesen Track gesagt, lyrisch gesehen, textlich gesehen, das war ein sehr guter Song. Der hat zerrissen. Also der hat reingescheppert. Rein musikalisch betrachtet. Ich denke, das ist mein gutes Recht, egal ob ich mit Bushido cool bin oder nicht. Wenn ein Diss-Track von Flair herauskommt, mir diesen Diss-Track anzuhören, meine Meinung dazu zu sagen, ob der mir gefallen hat, lyrisch oder nicht. Das habe ich gemacht und das hat wohl jemandem nicht gefallen. Ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt, habe ihm das nochmal erklärt und habe gesagt, Bruder, Bushido, alles entspannt. Du, ich habe lediglich nur meine objektive Meinung zu dem Track preisgegeben, ohne irgendjemanden aus seiner Familie zu disrespekten. Das war vor 3 Wochen und ich habe keine Antwort bekommen, obwohl er es angehört hat. Dann ist das Thema für mich gegessen, drauf geschissen, Digga. Wie gesagt, kein böses Blut, ich habe keine Lust auf irgendeinen Stress. Ich fand es ein bisschen albern, aber nichtsdestotrotz, Digga, kein böses Blut und war eine coole Erfahrung, die ich da hatte auf der Gamescom, auf der Hochzeit. Das werde ich nicht vergessen. Das war eine Erfahrung, die ich ein Leben lang für mich mitnehmen werde. Ich lerne gerne aus meinen Fehlern. Wenn ich einen Fehler mache oder etwas mache, was nicht korrekt ist, dann ändere ich mich da auch sehr gerne. In den meisten Fällen. Ich bleibe dabei, dass ich da Flair seinen Song bei mir im Stream angehört habe und gesagt habe, dass der lyrisch stark war. Finde ich, ist nichts, wofür ich mich bei Bushido entschuldigen müsste. Und deswegen kann ich mir nichts vorwerfen, wenn er meint, dass er mir entfolgen möchte bei Instagram und nicht auf meine Sprachnachrichten reagiert, obwohl er sie gelesen hat. Dann ist das sein gutes Recht und da bin ich ihm nicht böse. Wenn er das so machen möchte, dann ist das okay, Digga. Dann muss ich damit klarkommen und damit komme ich klar. Gut, kein Problem, kein böses Blut, alles gut. Schade eigentlich, ich finde Bushido eigentlich ganz geil. Du, ich habe mich auch gut mit ihm verstanden. Ich fand's auch. Jetzt eher schade so. Ich hatte ihm eine Sprachnachricht geschickt bei WhatsApp, wo ich das auch nochmal erklärt hatte oder ihm nochmal meinen Standpunkt gesagt hatte. Ich glaube, gefühlt 10 Sekunden später hat Flair von Bushido die Handynummer auf Twitter geleakt und somit war die Nummer down. Er hat meine Sprachnachricht nicht mehr gehört, was ja auch legitim ist. Aber wie gesagt, ich habe leider keine Antwort bei Instagram bekommen und dann muss ich das so hinnehmen und dann ist gut, Digga. Wie gesagt, aber versteht mich nicht falsch. Die Promo-Aktion, die er mit Knossi gemacht hat und auch die Promo-Aktion, die wir damals gemacht haben, sind legitime Mittel, weil beide Parteien davon profitiert haben, bei mir und bei ihm und bei Knossi und bei ihm. Also an der Aktion fand ich jetzt nichts groß Verwerfliches dran. Kann aber jeder so sehen, wie er möchte, ne? Ich habe ja mit Knossi da auch drüber geredet und habe ihm da auch meinen Ratschlag gegeben. Ich habe zu ihm gesagt, du Digga, wir haben viele Punkte diskutiert. Ich habe zu ihm gesagt, wenn du das mitnehmen möchtest oder wenn du da Lust hast, das mitzunehmen, dann mach das doch, Digga. Ihr wisst beide, woran ihr seid. Das ist Promo für dich und für ihn und ist doch eine coole Sache und gut ist. Business halt, ob es bei Freundschaft bleibt, ist.